Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Star Citizen. So, ich hoffe, es geht mit meiner Stimme. Ich war nämlich die letzten Tage etwas erkältet gewesen. Und zudem, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel etwas unflüssiger läuft. Also ich nehme ganz normal mit 60 FPS auf. Aber irgendwie kommt es mir vor, als wenn es irgendwie nicht mehr ganz so flüssig ist wie am Anfang. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kommt es mir auch echt nur so vor, weil ich halt noch ein bisschen angeschlagen bin. Naja, wir gucken mal. So, und dann wollen wir mal los. Der Patrick Bateman hat mir nämlich einen super Tipp gegeben, was man hier noch machen kann. Und das werden wir auch machen. Und zwar auf die dunkle Seite der Macht gehen. Genau, er meinte, wir sollen unseren Crime-Status mal erhöhen. Ich hatte ja in den letzten Runden schon so ein bisschen versucht, euch überhaupt mal ein bisschen was Neues noch zu zeigen. Man könnte natürlich jetzt hier die Mission immer wieder machen. Aber das ist ja dann auf Dauer auch etwas langweilig. Aber er hat mir dann einen super Kommentar da gelassen, wo er mir erklärt hat, wie ich meinen Crime-Status auch erhöhen kann. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Arten anscheinend. Zum einen können wir entweder aktive Com-Arrays, also diese Master-Sendedinger, die man da immer aktiviert, deaktivieren, wodurch der Crime-Status wohl erhöht wird. Oder wir fangen irgendwelche Flugzeuge bei aktiven Com-Arrays ab und ja, versuchen die dann irgendwie down zu kriegen. Ich würde beides ganz gerne versuchen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal zu einem Com-Array fliegen, das aktivieren und dann wieder deaktivieren. So hatte er mir geschrieben. Kann man das machen? Das würde ich dann mal ausprobieren. Okay, wir starten erstmal. Ist gerade alles frei. Launch complete. Fahrwerke einfahren. Landing gear retracted. Soweit, so gut. Oh Gott, er wird gleich ohnmächtig schon, weil wir so schnell nach oben gegangen sind. Ihm geht's auch noch nicht so gut. Er passt sich mir an. Wir hatten anscheinend die Asteroidenseuche gehabt. Irgendwas der Art. Keine Ahnung, irgendwas Falsches gegessen. Wahrscheinlich lag es an den Nudeln, die wir uns da mal reingepfiffen haben. Das sieht aber schon immer noch geil aus. Also so, und im Dezember soll wohl auch ein neues Update kommen, soweit ich das jetzt gelesen hatte. Ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, dass das kommt oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendwie so die nächsten Wochen kommen wird. Der da sieht auch cool aus. Das ist ein größerer, ne? Das hier nochmal ganz kurz angucken. Begin scan. Begin scan. Da stehen mehrere. Aurora. Da steht eine Merlin. Cool, cool, cool. Also sind schon verschiedene, sehr verschiedene Schiffstypen hier aktiv. Aber merkt ihr das? Es ruckelt irgendwie so ein bisschen. Liegt das vielleicht daran, weil wir haben gerade Sonntag. Zu viele Leute online sind oder so? Ich weiß es nicht. Es kommt mir zumindest so vor. Ich muss mir danach mal eine andere Aufnahme angucken, ob es bei der genauso war. So weit, so gut. Dann wollen wir uns mal ein Com-Array raussuchen. Haben wir denn hier eins? Repair, Repair, Repair. Wir nehmen einfach mal dieses hier. Okay, okay. Achso, ich muss das da hinten, ne? Genau, und er meint, wenn wir dann diesen Crime-Status haben, dann sind wir nämlich dieser Public Enemy. Das heißt, dann brauchen wir uns auch nicht mehr wundern, wenn die Leute anfangen, auf uns zu ballern. Ab dann geht es dann wohl los, dann sind wir Freifutter. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Zeigt er mir hier gerade irgendwas an? Ich blick's gerade nicht. Warte mal, haben wir es aktiviert? Und wenn ich den hier mal ausmache, dann nicht, dass ich zum Falschen springe. Der müsste doch jetzt mir angezeigt werden irgendwo, ne? Aber wo? Aber wo? Aber wo? Gott, suche und finde. Hä? Ich bin dezent verwirrt. Dann komm, wir springen hier erstmal weg. Gehen wir einfach mal da zu dem Com-Array. Zu dem können wir gar nicht. Begin scan. Warte mal, 1, 2, 6. Das hatten wir doch auch hier. 1, 2, 6. Dann nehmen wir den hier. Zack, den und den weg. Oh, falscher Knopf. So, denn mal los. Quantum Travel initiated.
Gott, das kann ja heiter werden, wenn die Leute hier anfangen auf uns zu ballern. Ich bin ja da in dem... im Geballer noch nicht so geil. Okay, erstmal machen wir hier Piraten down. Oh, drei Stück sind es. Gib mir mal ein Target. Vorsicht! Nicht zu schnell drehen. Der ist down? Ne, der ist nicht down. Das war eine Rakete, die war gerade... Uhoho! Alter! Da sind wir down. Waren die schon immer so krass? Läuft der bei uns? Oh, Entschuldigung. Scheiße, was war denn das jetzt für eine Aktion? Mein Arm ist irgendwie gebrochen. Okay. War irgendwie nicht so geil. Sag mal, merkt er das? Das ist auf jeden Fall irgendwie nicht so flüssig wie sonst. Und er backt hier auch ganz schön. Was? Ich stehe jetzt... Nein! Crouch dich mal hin. Er kommt gerade gar nicht klar. Ich mache gar nichts. Komm, geh mal raus hier. Ich komme nicht mehr raus. Nee, ey, komm jetzt echt. Ich bin im Bett gebackt. Ins Bett gebackt. Komm, dann usen wir nochmal eben. Und stehen nochmal neu auf. Auch aufstehen muss gelernt sein. Das fängt ja schon wieder super an, ey. Und komm jetzt nochmal hoch. Und steh richtig auf. Einfach raus hier. Einfach raus. Ja, ja, ja. Also er nimmt in 60 FPS auf. Ich weiß echt nicht, was das hier gerade ist. So, da haben wir es auch geschafft aufzustehen. Jetzt ist zwar unser Arm kaputt. Ich weiß nicht, müssen wir den jetzt reparieren, bevor wir wieder losziehen? Oder ist das egal? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich den reparieren kann. Irgendwo in der Krankenstation vermutlich. Alter, das ist... Oh. Irgendwie nervt es mich gerade total, dass das hier so unflüssig läuft. Was ist da los? Ich habe auch nichts verändert an irgendwelchen Einstellungen oder sonst irgendwas. So, die Gladius wird jetzt im Arsch sein. Oh nee, die können wir uns wiederholen. Okay. B1, dann holen wir uns die gleich wieder. Da hinten steht sie. Lass mal gucken, ob ich das dann bearbeite. Hä, wie soll ich es bearbeiten? Es läuft halt einfach unrund gerade. Ärgert mich ein bisschen. Lief sonst immer so schön. Wie gesagt, vielleicht liegt es echt daran, dass hier gerade Wochenende ist und viele Leute am Start sind. So, und das Kämpfen müssen wir irgendwie auf jeden Fall üben. Ich glaube, ich kann auch irgendwie diese Raketen abwehren, ne? Mit Flares oder sowas. Ich habe jetzt gerade nur nicht auf dem Plan, auf welcher Taste das ist. Aber auch das werden wir irgendwann noch hinbekommen. Waren jetzt auch drei. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie daran lag. Ich glaube nicht, ne? Die haben uns auch relativ schnell da unten bekommen. Na gut, auf ein neues, Leute. Auch Scheitern gehört mit dazu. Ja, es ist nicht leicht, ein Krimineller zu sein. Man sieht das. Da sieht man mal, wie harte Arbeit das dann doch ist. Ich bin auch mal gespannt, wenn man jetzt ein Krimineller ist, wie man dann diesen Crime-Status wieder auf Null bringt. Muss ich dann da so eine Art Geldbuße bezahlen oder so? Und dann sind wir quitt bei der Crusader Security? Oder wie läuft das? Landing request approved. Systems green. So, wir versuchen es nochmal mit der 625. Das war schon wieder die falsche Taste. So, einmal umgucken, dass hier keiner über uns ist. Sieht gut aus. Dann hoch mit dir. Launch complete. Jo, Fahrwerke rein. Begin scan. Begin scan. Begin scan. So, wo haben wir jetzt die 625?
Und da ist dann Yela. Yela soll wohl der Startplatz von den Outlaws dann sein oder von den Piraten. Ich weiß nicht genau, wie sie hier heißen. 625, 625. Wo haben wir? Komm, Array da oben. Ne, 262. 625? Ne, ist ja Cry Astro. Da ist 625. Da kommen wir gerade nicht hin, da müssen wir einmal zu Cry Astro düsen und von da aus weiter. Dann machen wir das doch mal. Und go for it. Quantum Travel complete. So, da sind wir. Wir müssen auch mal überlegen, oder? Ich muss mir mal überlegen, wenn wir jetzt hier einen anderen Spieler angreifen, wie wir das dann am besten anstellen, weil mir einfach einen rauspicken und den dann anzugreifen. Oh, jetzt leckt er gerade immens. Okay, ich glaube, das Spiel ist mir gerade gecrashed. Jetzt haben wir ein Black Screen. Jetzt habe ich keine Rückmeldung mehr von Star Citizen. Wir warten mal eben ganz kurz. Ich wollte noch, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, wenn wir einen anderen Spieler angreifen. Ich will nicht einfach, oh, da sind wir wieder. Ja, also es ist echt schlimm heute. Keine Ahnung, was hier los ist. Entweder bereiten sie da irgendwas vor, das ist einfach massiv überfüllt. Guck mal, Alter. Was? Ein Frame by Frame by Frame. Aufnahme läuft immer noch mit 60 FPS, also daran kann es auf keinen Fall liegen. Meine CPU-Auslastung liegt bei 1,7, also auch daran sollte es nicht liegen. Ja, genau, also ich wollte erzählen, wir warten hier mal eben ab. Auch das gehört mit dazu, tut mir echt leid, aber naja, ich zeige halt die Spiele auch so, wie sie sind. Ich will da nichts schönreden. Es ist eine Alpha, so, da kann man dann auch nicht meckern, dass sowas mal vorkommt oder nicht. Auf sowas muss man sich halt einlassen. Das ist wie bei Early Access-Spielen. Genau, wenn wir einen anderen Spieler angreifen, dass wir den dann irgendwie versuchen, erstmal Kontakt mit dem aufzunehmen und denen so eine Art Ultimatum stellen, dass man sagt, okay, ey, du bist hier gerade in meinem Hoheitsgebiet, bitte verlass dieses innerhalb von 20 Sekunden oder vielleicht 15 Sekunden, je nachdem müssen wir mal gucken, wie schnell man die versucht loszuwerden. Und wenn sie das nicht getan haben, dass man ab da sagt, okay, jetzt ist die Zeit abgelaufen, wir greifen dich an. Das würde ich doch ganz gerne so ein bisschen in dem Multiplayer Roleplay Aspekt mit einbauen oder den auch beibehalten, weil einfach drauf losballern, ja, natürlich kann man auch machen, das kann man vielleicht machen, wenn wir wirklich dann schon ordentlicher Public Enemy sind, wo dann für die Leute auch von vornherein klar ist, okay, der ist ein Feind, aber momentan sind wir das ja noch nicht. Von daher würde ich das dann doch ganz gerne so handhaben. So, Leute, und ich muss hier jetzt doch dann unterbrechen, eine Pause machen. Das ärgert mich gerade. Naja. Ich log mal aus und log mich wieder ein und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Dann sage ich mal, bis gleich. So, hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Und ich habe einfach mal einen Relog gemacht und schaut mal an. Ich weiß nicht, gibt es verschiedene Server, auf die man geportet wird? Oder läuft das alles über einen Server? Auf jeden Fall läuft das hier weitaus flüssiger wieder. Was mich ja doch ein bisschen freut. So, dann gucken wir mal. Das war jetzt unser Gladius. Jetzt müssen wir halt nochmal von vorne starten hier, aber soll mich jetzt auch nicht stören. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass es überhaupt ein bisschen flüssiger läuft. D3. Wie gesagt, es lag nicht an meinem PC, es lag am Spiel, auf jeden Fall. Vielleicht wollen wir einfach auf einem Server, der wirklich ein bisschen überfüllt war. Oder gibt es mal einen Server? Das wäre echt mal interessant. Man hat ja am Anfang keine Auswahl, ne? Man kann ja nur einen Quick-Join machen in Crusader. Und ich kann ja nicht sagen, von wegen, ich will auf diesen Server oder diesen. Von daher wundert es mich gerade doch ein bisschen, warum es jetzt auf einmal wieder so flüssig läuft. Aber wir nehmen es einfach mal so hin. Vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen. So ist auf jeden Fall viel angenehmer. Ich denke mal für euch zum Schauen auch. So, die Gladius. Dann starten wir. Neue Runde, neues Glück. Diesmal kriegen wir es doch hoffentlich hin, hier mal kriminell zu werden. So, lass mich rein in meine Route. Ich feiere die immer noch, ne? Die sieht ziemlich nice aus.
Ja, das sieht schon alles viel schöner aus. Da vorne düst gerade jemand los. So, Systeme check. Launch complete. Landing complete. Das Virus of Doom. BC-OP. Da ist der Virus of Doom. Der düst da lang. Okay, über uns ist alles frei soweit. Dann suchen wir uns gleich mal wieder hier irgendein Com-Array raus. Momentan haben wir nur eins. Da werden wir, glaube ich, ganz schön Besuch haben. So, Com-Array. Und zwar, ich kann es nicht lesen. 7-4 steht es hier irgendwo noch. Ach da, 742, das ist hier irgendwie, über diesem Planeten kann man es gerade nicht sehen. 742, okay, go. Fahrwerke rein. Begin scan. Landing gear retracted. So. 742. Begin scan. Begin scan. Virus auf Doom, 73. Ne? Dahinter irgendwo war. Da haben wir. Begin scan. Das ist aber was anderes. Was habe ich denn da gerade gewählt? Begin scan. Na doch. Ach nee, da steht ja Com Array. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Da müssen wir, glaube ich, um den Planeten einmal rum, ne? Quantum Travel. Na go. Initiated. Irgendwas Begin explodiert scan. Hier. Ja, es läuft schon sehr viel flüssiger. Guck mal, wie unser Cockpit flimmert. Begin scan. Quantum travel complete. Okay, keine Targets. So, 7. 472, da haben wir. Und weiter. Quantum travel initiated. Ich hoffe, jetzt läuft es ein bisschen besser. Bin mal gespannt, wie viele Leute da gerade sind. Das ist nämlich die einzigste Com-Array-Mission, die wir hier gerade haben. Quantum travel complete. Begin scan. Kommen die Piraten. Begin scan. Contact. Jetzt haben wir den anderen als Target, wa? Starboard shield under fire. Shield. Wow. Alter, den haben wir ordentlich gestreift. Vorsicht, 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 Vorsicht. So, Nummer 1. Den da holen wir uns auch noch. Ja, komm schon. Ja, wir müssen ein bisschen näher ran. Sonst treffe ich ihn nicht. Big mistake, sagt er. Und da ist er down. So, wo ist das Com-Array? Da unten. Vorsicht. Nicht zu schnell. Dann gleich mal hin da. Keine Targets mehr in der Nähe. Ah, läuft schon ein bisschen besser. Oh Gott, ich habe ja ein bisschen Angst davor. Ups. Wenn wir dann ein Public Enemy sind. Ich werde doch sofort weggebombt, oder? So. Tritt mal auf die Bremse langsam. Wo kommen wir denn hier rein? Wo kommen wir denn hier rein? Da kommen wir rein, ne? So, dann raus mit dir, Junge. Ich gehe mal davon aus, dass die Folge ein bisschen länger wird diesmal. So, aufgrund dieses Fehlverhaltens des Spiels am Anfang. Ich schieb's jetzt einfach mal aufs Spiel. Oh, haben wir jetzt unser Schiff wieder weg? Ne, unser Schiff bleibt stehen. So, nimm mal eine Waffe bitte. Fühle mich dann immer ein bisschen sicherer. Flashlight. So, da oben müssen wir hin. Das aktivieren wir jetzt und dann deaktivieren wir das gleich wieder. Sind wir denn dann sofort ein Public Enemy? Oder muss man da erstmal ein paar mehrere von machen? Das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen. So, da sind wir. Einmal umdrehen. So, dann greifen wir uns nämlich nochmal ein bisschen Missions-Money mit ab. Da haben wir 1000 AUEC bekommen.
Er fährt hoch. Okay, und wenn wir den jetzt runterfahren, dann werden wir ein Public Enemy. Ja. Sind wir jetzt ein Public Enemy? Ich weiß es nicht. Also wir gehen erstmal wieder raus. Wo sieht man denn dann seine Crime-Stufe? Kann ich denn die nachsehen? Das würde mich auch nochmal interessieren. Wir haben da oben jetzt auf jeden Fall dieses komische Symbol da, ne? Heißt das, dass wir jetzt eine Zielscheibe sind? So, erstmal, wo ist mein Raumschiff? Ich bin schon wieder auf der falschen Seite raus, ne? Mein Raumschiff auf der anderen Seite. Okay, go. Lass mal einmal rumdüsen. Noch kommt hier keiner. Was ich gerade ein bisschen beruhigend finde. Langsam, langsam, langsam. Stopp, 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 stopp. So, lass mich da wieder rein. Warte mal, wir drehen uns mal. So, und einmal einsteigen, bitte. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kriegen wir jetzt gleich Targets angezeigt? Engines low. Shields recharging. Okay, soweit so gut. No Target. No Target bleibt immer noch. Ansonsten düsen wir nochmal zum nächsten. Oder könnte ich das jetzt immer wieder hoch und runter fahren, hoch und runter fahren, hoch und runter fahren? Kann man das so auch machen? Ich weiß es nicht. Wir haben zumindest da oben in der Ecke ist jetzt dieses Symbol da, ne? Komme ich da hin? Nee. Ich wollte es euch gerade zeigen. Das hatte ich, glaube ich, vorher nicht gehabt. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal eine kleine Pause. Sorry, dass es am Anfang so holperig gelaufen ist. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es lag nicht an mir, sondern es lag am Spiel. Aber ich weiß es auch nicht ganz genau. Wir düsen, können ja schon mal da... Nee, da düsen wir nächste Runde hin. Und dann gucken wir mal, ob wir da jemanden finden, den wir abfangen können. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich jetzt schon Public Enemy bin oder nicht. Oder ein Crime, ein Pirate, wie auch immer das hier heißt, ein Outlaw. Naja, wir werden es herausfinden, spätestens wenn wir den ersten Spieler treffen und der auf uns ballert. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder bei Star Citizen. Bis denn, bye bye.